Dieses Buch wurde von Käthe Starke-Goldschmidt geschrieben. Wer war sie und was hat sie in ihrem Leben erlebt? Diese Fragen haben wir, fünf Schüler vom Christianium, uns gestellt und sind, um mehr darüber herauszufinden, ins Stadtteilarchiv Ottensen gefahren und haben eine Mitarbeiterin dort zu Käthe Starke-Goldschmidt befragt. Käthe Starke-Goldschmidt wurde 1905 in Hamburg-Altona geboren, in eine Bankiersfamilie. Und sie wurde 1943 in einem der letzten Züge nach Theresienstadt in das KZ deportiert. Und das Besondere an ihr ist, dass sie es geschafft hat, nach der Befreiung von Theresienstadt einige Bilder und Zeichnungen von den KZ-Insassen und auch einige interne Dokumente mitzunehmen und zu retten. Und diese Dokumente werden heute zusammen das Theresienkonvolut genannt. Und das ist halt heutzutage eine sehr bedeutende zeithistorische Quelle, weil sie halt Auskunft über den tatsächlichen KZ-Alltag in Theresienstadt Auskunft gibt. Und zwar wurde das KZ Theresienstadt ja 1941 in der damaligen Tschechoslowakei in Terezín gegründet. Das war damals eine Garnisonsstadt, die dann geräumt werden musste von den BewohnerInnen. Und Theresienstadt hatte halt in der NS-Propaganda eine besondere Rolle, weil es eine Art Vorzeigelager war. Man muss dazu wissen, dass es halt auch während des Krieges noch sehr wichtig war für die Nazis zu verschweigen oder zu verbergen, was tatsächlich sich in den Konzentrationslagern abgespielt hat. Insofern war Theresienstadt ein Vorzeigelager, das primär zwei Funktionen hatte. Einerseits war es halt ein Konzentrations- und ein Sammellager, ein Durchgangslager. Und zweitens wurde es als Altersghetto für alte Leute, für Kranke und für Gebrechliche verwendet. Und außerdem wurden dort auch viele prominente jüdische Personen des öffentlichen Lebens interniert, die dann halt gewisse Vorteile im Alltagsleben im KZ hatten. Und so konnte man halt durch diese Stilisierung und durch die NS-Propaganda von Theresienstadt als Altersghetto die kompletten Deportationen der Jüdinnen und Juden in Europa halt verharmlosen und menschlich erscheinen lassen. Käthe Starke-Goldschmidt wurde ja 1943 nach Theresienstadt deportiert und musste dort, wie auch alle anderen auch, Zwangsarbeit leisten. Zuerst war sie in der Putzkolonne engagiert und später war sie Hilfskraft in der Bibliothek des Lagers. Und während dieser Zeit in der Bibliothek gelang es ihr halt, vor allem die Zeichnungen von KZ-Insassinnen in der Bibliothek zu verstecken. Und da muss man auch sagen, dass das halt, also diese Zeichnungen, die sie gerettet haben, zeigen ja das tatsächliche Leben, wie es in Theresienstadt wirklich war, abseits der NS-Propaganda. Und da muss man sagen, dass das natürlich auch sehr gefährlich war für Käthe Starke-Goldschmidt, aber auch für die InsassInnen, die diese Bilder gezeichnet haben, weil sie halt ein anderes Bild von Theresienstadt gezeigt haben. Sie wurden von der Roten Armee am 8. Mai 1945 befreit. Käthe Starke-Goldschmidt oder beziehungsweise damals nur Käthe Goldschmidt ist dann nach Hamburg wieder zurückgekehrt und holte erstmal 1947 ihren Sohn aus München zurück, den sie dort in einem katholischen Waisenhaus untergebracht hat. Sie zog dann später zusammen mit ihrem Mann, ihrer Schwester und ihrem Sohn in die Grottenstraße Nummer 9, wo dann heute die Stolpersteine für sie, Erna und Martin Starke stehen. Wie wir gesehen haben, war Käthe Starke-Goldschmidt eine beeindruckende und mutige Frau, die auch ihr Leben riskierte, um Bilder und Texte aus Theresienstadt zu retten. Wir hoffen, euch hat diese kurze Reportage über Käthe Starke-Goldschmidt gefallen und wir konnten euch möglichst viel über das Leben einer wichtigen Person der hamburg-jüdischen Geschichte erzählen.